Und da sind wir bei der weiteren C-Fan-Mission Kill Factory 2. Escape from the Planet of the Robots. Und wir müssen sehr viel Loot sammeln. Die Musik. Normal, Hard und Crazy. Wow. Ja, die Mission, wir kennen die Vorgeschichte, wurde von einem guten Sliptip gemacht. Ah, man kann jetzt Licht an- und ausschalten, okay. Wow. Es sieht einfach mega geil aus. Also ich bin absolut kein so Science-Fiction-Fan, aber ich finde das halt in Thief mal wirklich wieder ein bisschen erfrischend, mal wieder was ganz anderes zu sehen und vor allem diesen Grafikstil. Ja, der Sliptip, der hat ja Kill Factory 1 gemacht vom Crap Contest, was ziemlich erfrischend und lustig war. Außerdem The Fable of the Pelidance Thief. Und wie gesagt, ich mag seinen Artstyle. Wir sind, wie gesagt, in die Zukunft gelandet. Time Chamber. Und die ist verschlossen wahrscheinlich. Aua. Und wir müssen jetzt natürlich herausfinden, wie wir weiterkommen. Wir haben einen sehr interessanten Kompass. Und das war's. Ein Blackjack, Pfeile. Also wir können erstmal das Ding nicht verwenden. Ich habe keine Ahnung, wo genau wir weiterkommen. Oh Gott, das ist ein Roboter. Wow! Was passiert hier? Oh, der dreht sich zu mir, oder? Oh, oh. Ich lad nochmal. Also ich muss aufpassen, die Robots, die sehen mich. Okay. Wir haben sehr viele Ecken, wo man sie verstecken kann. Wir machen auch keinen Sound, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die überhaupt hören. Deswegen schauen wir mal, wo es weitergeht. Die Musik, ey. Oh nein, er kommt zu mir. Ah, geht wieder. Gut. Was steht denn da? Force Field. Ah, wir müssen Schutzschilder ausschalten, damit wir weiterkommen. Oh. Okay. Was steht da? Dispose... Oh ja. Die Mucke geht übelst ab. Ich kann den Knopf nicht... Wow, doch. Oh, shit. Was ist das? Freeze Bay. Ah! Okay. Ah, verstehe. Das sind anscheinend Waffen. Das hier sind Minen. Wenn die mich sehen, dass sie in die Luft fliegen. Okay, ich versuche mal mitzugehen. Ah! Dann macht's gleich Boom. Okay. Okay. Ob ich die alle einfrieren kann irgendwie? Okay, warte mal, ich schmeiße das Ding darüber. Okay, das war sehr dumm. Okay, der bleibt da hängen. Aber das ist nicht gut, weil... Achso, ich muss das Ding nochmal nehmen. Die Musik ändert sich jedes Mal. Warte mal. So. Das ist ihre Route. Jetzt müssten sie eigentlich dran hängen bleiben. Ja, okay, es funktioniert fast. Ich bin eigentlich ziemlich dämlich. Weil... Warte mal, bleibt die jetzt zum Hängen? Nee. Ich muss das Timing abwarten. Ich krieg keine weiteren mehr. Vorhin habe ich zwei gekriegt. Au! Oh shit! Ah! Okay, okay. So, jetzt speichere ich nochmal ab. Vielleicht hier... Ich kann die auf jeden Fall nicht in die Luft... Obwohl, können die in die Luft gejagt werden? Die können in die Luft gejagt werden. Warte mal, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Weil dann kann ich die vielleicht alle in einer Kettenreaktion in die vernichten. Okay. Ich habe zwar die Explosion nicht gehört. Wow! Aber es hat funktioniert. Ich mache hier mal einen Screenshot, das sieht so lustig aus. Oh, nein, 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 nein. Oh, oh. Ah! Okay, das war ganz gut. So. Und... Zack. Okay, wie habe ich denn noch? Ich habe noch genug Pfeile. Das Ding kann ich nicht nochmal benutzen, aber es gibt hier nochmal Neues. Aber mehr gibt es anscheinend nicht. Können wir mal einen extra Save machen? Was passiert, wenn wir hier reinjumpen? Ah, Loot ist das! Okay. Pfeile. Was ist das denn? Time Machine Pulp. Okay, hier komme ich nicht mehr durch. Okay, warte mal. Hä? Achso, wahrscheinlich muss ich die Pfeile verwenden. Oder das da? Okay, damit habe ich den Alarm ausgestellt. Ach, jetzt geht der Fahrstuhl, okay. Okay. Mit den anderen kann ich den Fahrstuhl wahrscheinlich nur rufen. Mit dem Kreis. Wow. Sieht auch cool aus. Moment. Alles festhalten hier. Lololo. Ich weiß nicht, auf was ich für eine Route mich begebe. Warte mal, ich mache mal hier nochmal ein Save. Das ist auf jeden Fall Loot. Okay, das erklärt, wie viel Loot man zusammenbekommt. Wie viel brauchen wir? 10.000. Da haben wir ja fast. Force Field 2. Oh shit. Au! Er hat mich ganz langsam angeguckt. Okay, nochmal. Ach Mann, diese blöden Minen. Aber wieder eine andere Musik. Das geht ab. Achso, die Tür geht immer wieder zu, oder was? Okay, mal sehen. Da waren aber 2 Roboter, wenn ich mich nicht irre, oder? Ach Mann! Diese blöde Mine. Ich muss die woanders hin platzieren. So. Die Dinger, durch die wir fliegen. Okay, haben wir Fahrstuhlschächte. Ich glaube, man muss die Gegner erledigen. Wir können es ja versuchen ohne, aber es ist halt schwierigst. Hier war... Warte mal. Hier ist wieder so ein Dings, wo man in so einen Schacht, kommt. Okay, was gibt es hier Feines? Ah, noch mehr solche... Was ist denn das? Guided Missile? Guided Missile. Verdammt. Das ist so klein, die Schrift, das kann ich jetzt nicht immer lesen. Deswegen muss ich... Oh, okay, okay. Ich mache hier mal... Wie gesagt, bleibe ich mal beim Extra Save, weil ich nicht weiß, ob ich wieder zurückkomme zu dem, wo ich vorher war. Du sollst ihn da angreifen. Komm zurück. Was zum... Komm her, du! Komm her, du! Ja. Ich sehe jetzt gerade noch nicht so den Sinn dahinter, aber egal. Ist noch mehr Roboter. Ich weiß nicht mal, ob man die Roboter normal ausschalten kann. Oh, hell. Warte mal, das kommt mir bekannt vor hier. Okay, ist noch ein Roboter. Okay, der dreht sich ab und zu um. Auftrag erledigt. Find a way back to the past. Looks like there's a time machine nearby, but it needs bulbs. Collect them all and use the time machine to escape. Geh mir nicht auf den Sack. Hä? Okay. Er hat auf mich gehört. Wow! Ah! Er geht mir nicht mehr auf den Sack. Okay. Jetzt nochmal ein Fahrstuhl. Ist das vielleicht der Fahrstuhl, den wir verwendet haben? Oh, oh. Au! Weil wenn ja, dann können wir nämlich den Quicksave wieder verwenden. Ich gucke jetzt erstmal, ob da was da ist. Die Sounds, ey, die gehen so ab. Ja, das ist der Ort. Hier habe ich die ersten Roboter gekillt. Ich würde ja gerne das Ding hier wieder mitnehmen. Ich kann es aber nicht deaktivieren oder so. So, noch meinen Schmutz verstecken. Hier kann ich nicht mehr spawnen. Also ist dieser Ort für mich erledigt. Wobei nicht ganz. Was ist hiermit? Ich habe ja hier Force Shield deaktiviert. Aber es ist noch eins aktiv. 1, 2 und die 3 ist noch offen. 2 haben wir oben aktiviert. Nee, unten. Wo wir durch diesen Müllschacht oder was das sein sollte, da lang gegangen sind. Oh, shit. Okay, also wieder hoch und dann... Ah! Okay, das ist schlechter Timing. Halt. Schlechtes Timing ist es. Also müssen wir kurz warten. Und dann müssen wir eigentlich nur... was steht denn da? Time Chamber. Achso, das ist nochmal die Zeitmaschine. Ah, das sieht so... Es sieht so cool aus. Es ist mal wieder mal was anderes. Mit diesem, mit meinem Lightning Patch hier, meinem Lightning Mod, ist es sowieso ein bisschen spezieller hier. Ach man. Au! Jetzt habe ich zu lange gewartet. So, jetzt vielleicht? Okay, warten. Jetzt. Hier ist noch ein Fahrstuhl. Da geht's wieder nach oben. Also oben ist auf jeden Fall noch was. Hier geht's auch nur nach oben. Okay, Music on, off. Ich kann sie auch ausstellen. Change Bulbs. Da ist das Force Field. Müssen wir da die Time Chamber Bulbs reinpacken? Oh Gott. Ich glaube, die sehen mich hier nicht. Ich könnte die... Obwohl, ich weiß nicht, ob ich sie da... Was ist das da eigentlich hier? Achso, das ist so ein Bulb. Ja, stimmt. Ich gucke mal, ob das was bringt. Oh! Die suchen sich ihre Gegner, wa? Ich heb die mal auf. Ich weiß nämlich nicht, ob ich die vielleicht wirklich noch brauche. Weil das ist noch, sag ich mal, safe hier. Komm, dreh dich um. Dreh dich oben. Okay, ich mache ein Foto von dir. So. Ah. So, was habe ich jetzt... Achso, ich habe die Musik aufgestellt. Genau, wir lassen mal ein bisschen ohne Musik. Für die Leute, die es ein bisschen nervt. Ich weiß ja auch, dass Zuschauer das nicht so mögen. Und so haben wir eine reine Atmosphäre. Also wir gehen jetzt nochmal runter. Nein, 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 nein. Okay. Wir gehen nochmal runter, weil jetzt sind die Schilder deaktiviert. Hä? Die haben irgendwas anderes deaktiviert. Aber das waren nicht die 3. Das, was die deaktiviert haben, war wieder was ganz anderes. Warte mal, wir laden nochmal. Hier kamen wir her. Oh shit. Seht ihr mich? Die gehen nach oben. Aber wir hätten auch den Fahrstuhl nehmen können, ich Vollidiot. Okay, dann müsste jetzt hier irgendwo der Schalter für Nummer 3 sein. Okay, das sind, siehst du, hier sind noch mehr Gegner. Also wäre es dumm gewesen, wenn ich die Missiles für die paar unten verschwendet hätte. Der bleibt so stehen, okay. Und der hier, der weiß nicht, wohin soll. Sehen die mich? Oh shit. Wow. Wow. Oh nein, noch mehr Minen. Tu mir nichts. Ah! Fuck, ey. Wow. Das sieht jetzt cool aus. Ah, warum hat er mich gesehen? Oder hat er mich gehört? Wir gehen neben den anderen Fahrstuhl. Da haben wir irgendwas deaktiviert. Da haben wir irgendwas deaktiviert. Das muss irgendwo auch hier noch sein. Wahrscheinlich müssen wir sowieso das hätten wir sowieso machen müssen. Oh, das geht ganz schön weit hoch. Oh, Geld. Oh, das macht Lärm. Gut, den Loot haben wir zusammen. Aber ich glaube, es gibt hier noch mehr anders als das. Anders. Hier können wir nochmal runtergehen. Und nicht so weit runter. Das ist ein riesiger, dicker Knopf ist da. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Warte mal, da steht was. Enemy Fighters Attacking. Achso, das ist dieser riesige Knopf. Okay, warte mal. Okay, was macht der? Ach, ich kann hier schießen. Cool. Ah, warte mal, vielleicht müssen wir hier noch raus. Nee, das mussten wir machen dafür. Das ergibt zwar keinen Sinn, aber ist egal. Wie viel brauchen wir denn von den Dingern? Das wurde mir auch noch nicht gesagt. Okay, dann ist das hier wirklich nur so ein, weiß nicht, so ein, ja, Spezialraum. Warte mal, hier sind wir reingekommen, da hinten wollte ich runter. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da vielleicht nochmal lang müssen und die Dinger uns dann treffen und töten würden. Aber so. Hallo. Was sind wir denn jetzt? Es ist trotzdem, es ist so geil. Das ist vor allem, wir spielen hier Thief. Das muss man sich immer noch reinziehen, ne? Ah, Minen. Ich mag die Minen nicht. Ich glaube, hier waren wir, oder? So, ich könnte mit den Missiles, könnte ich die Dinger jetzt erledigen. Aber ich glaube, wir müssen eher die Minen erstmal... Okay. Müssen wir erstmal außer Gefecht setzen. Alter Schwede. Wieder aufgeschreckte Herde. Wie viel habe ich denn von den Dingern hier noch? Noch genug. Wir versuchen es mal. Oder soll man die nur festhalten und dann tun die einen nichts mehr? Oh shit. Shit. Mann. Okay, wenn die sich so bewegen, kann ich sie nicht so leicht treffen. Okay, einer noch. Da hinten ist noch einer, oder? Nee, das ist... Habe ich so viel Krach gemacht, dass sie mich jetzt gehört haben? Okay, hier, spüre meine Missile! Schnapp dir den Roboter! Du bist so bescheuert! Oh shit. Jetzt! Greif an! Diese blöde Rakete. Die sieht nichts, das ist das Problem. Ja, dann fliegt doch durch die Gegend, ist mir doch egal. Okay, hier haben wir noch Fahrstühle. Warte mal, hier waren wir vorhin gewesen, ne? Genau, hier waren die zwei Roboter. Robots. Es muss hier irgendwo noch so einen Balb geben. Alter, diese Rakete macht mich aber auch ein bisschen kirre gerade. Da geht's nach oben. Nach unten. Okay, die führen... Achso, ich habe alle Fahrstühle. Hier ist ein zerstörter Roboter. Ach, das ist die Stelle hier. Ja, die auch hochgehen können. Hier bin ich hergekommen. Okay. Ich speichere mal lieber. Noch einer. Oh, Geld. Lab access granted. Ah, fuck. Okay, was genau habe ich jetzt gerade getan? Habe ich das geöffnet? Ich speichere mal. Lab access granted. Okay, irgendwas haben wir da deaktiviert. Das Licht angegangen. Ah, hier. Starte nur das Pop. Was sind das für Dinge? Tödliche Gehirne oder sowas? Ich will nicht wissen, was die noch machen können. Oh ja, das sind richtige Drohnen. Ich will nicht wissen, wie die ballern können. Komm schon, gib mir den letzten. Gib mir den letzten. Ja, ja. Ich würde jetzt sagen, dass es der letzte ist. Schön vorsichtig. Ein bisschen sneaky muss man ja trotzdem sein. Oh Gott, ich traue mich nicht vor, denen zu sein. Okay, wir haben jetzt 3. Vielleicht müssen wir jetzt zur Time Chamber gehen. Aber mir fehlt immer noch das Schild für Nummer 3. Das fehlt mir noch. Ich habe jetzt wieder 3 dieser Teile hier. 3 ist eine magische Zahl. Und hier geht's wieder runter, wa? Genau. Hier ist meine Rakete. Diese blöde Rakete. Aber warum kann ich die damit nicht killen? Ja, natürlich. Ich kann mich damit selber verletzen, aber bei den Robotern klappt es nicht. Warte mal, wenn er jetzt reinläuft. Yes. Ich habe jetzt noch 4er. Okay, das funktioniert nicht. Es funktioniert irgendwie schon, aber auch irgendwie nicht. Okay. Hier geht's wieder nach unten. Jetzt nochmal Loot. Also hier waren wir noch nicht. Wow. Und da unten kann man irgendwie rüber. Okay, wo die herkamen, gibt es vielleicht noch was? Oh oh. Ach, hier war das Spielchen. Ach, hier hing der eine fest anscheinend. Der hat nicht aus dem Fenster geguckt. Aber dann sind wir wenigstens direkt an diesem komischen Pult. So, jetzt geht er weg. Was ist mit dir los? Au! Alter, war das laut. Mein Gehör. Was? Mein Gehör. Force Field, Music on Off. Change Bulbs, ja. Hey, warte mal. Das Ding. Ist das da, wo der Knopf ist? Ach, da kommt der nächste. Jetzt fängt er an, hier rumzulaufen. Ich würde am liebsten alle kaputt machen. Warte mal, vielleicht klappt es ja hier. Yay. Gut. Jetzt kann ich mich hier vielleicht besser umsehen. Der hat nämlich das hier vorher bewacht, jetzt hat er sich bewegt. Time Chamber Controls. Aber wie setze ich die ein? Warte mal, ist das vielleicht die Time Chamber? Ach, da ist ja noch einer. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Oh Gott, das gefällt mir wirklich nicht. Ja, das ist wirklich die Time Chamber. Ah, es sind 4er. Ich muss 4 einsetzen. Ich habe nur 3. Oh. Was sind das? Power Shield. Oh, damit kann ich mich schützen. Nice, nice. Okay, also muss hier irgendwo noch ein so ein Ding sein. Ah, ich hätte hier von Anfang an schon hohe Sachen holen können. Hier bin ich reingekommen. Sieben habe ich. Kann ich bestimmt... Rakete, mach ihn fertig! Au! Blöde Rakete! Falsche Richtung! Okay. Wo ist meine Rakete? Wo ist meine fucking Rakete? Wir müssen den Schalter für Nummer 3 noch finden. Warte mal, es gab noch irgendwo einen Schacht, wo man runterspringen konnte. Wo war der? Was? Wo kommt der denn auf immer her? Hier ist noch ein dritter Roboter gewesen. Es gab noch einen Schacht irgendwo. Den müssen wir finden. Da. Da ist noch ein Schacht. Genau, hier habe ich ja die Bots erledigt. Hier bin ich reingekommen. Und hier war noch ein Schacht. Und da springen wir jetzt rein. Ah, das ist wirklich wie Kill Factory 1. Oh Gott. Hier waren wir auch noch nicht, weil sonst hätte ich den Loot nicht. Okay, wo geht's jetzt hin? Uah. Warte mal. Ne, hier waren wir noch nicht. Das Ding ist jetzt auch wieder zu. Cool. Das ist so reagiert darauf. Fahrstuhlschacht nach unten holen. Wo sie genau sind, kommen wir jetzt raus? Das ist die Frage. Ach, schließen kann man die nicht. Es kommt mir so vor, als wären wir doch hier schon mal gewesen, aber beim letzten Mal waren noch nicht so viele Roboterleichen in dem Raum. Und ich brauche... Wie jetzt gespeichert? Ja. Also ich weiß, es muss irgendwo noch einen Knopf geben, um das Gate 3 zu öffnen. Und dahinter wird wahrscheinlich der letzte Bulb sein. Warte mal, hier sind wir schon mal gewesen. Der Schacht hat mich in denselben Ort geführt. Hm. Weil hier ist Force Field 2. Oh shit, das ist dumm. Ach, das ist richtig dumm. Hey, du Penner! Hier bin ich. Nein! Was mal? Nein! Die Tür ist einfach zugegangen! Aber ich den noch erledigen, habe ich wenigstens ein bisschen Ruhe. Von dem Bad. Wow. Sieht der mich hinter der Türe eigentlich? Ja, er kann nichts machen. Die Rakete macht ihn aber auch gerade nicht. Doch, jetzt macht er einen Platz hier. Sehr schön. Das Ding hier, das... Weg mit dir. Okay, wir müssen selektieren. Selektieren müssen wir. Wir haben jetzt im Grunde fast alle ausgeschaltet. könnten... Ah, hier war ich noch nicht hochgegangen. Obwohl der Fahrstuhl ganz oben war. Warte mal, das ist nicht eigentlich kein gutes Zeichen. War ich doch schon mal hier. Weil ich habe mich doch geärgert, dass ich extra nicht hochgegangen bin. Ach, das ist der Ort hier. Tja, da muss hier doch irgendwo der dritte sein. Sehr gut. Jetzt hängen sie fest. Und das war's. Keine blöden, nervigen Roboter mehr. Ist auch schön, dass man halt gut ausgerüstet wird dafür. Ich glaube, ohne wäre es wirklich nervig. Fuck. Wo willst du hin? Es wird zwei. Okay. Oh, das war nicht so gut. Das war gut. So, hier waren die Drohnen. Die mir hoffentlich nichts tun. Also die nicht rauskommen. Ich kann den Knopf ja nicht nochmal drücken und zumachen. Das geht ja nicht. Die sind auch mega langsam. So, jetzt sind wir wieder hier. Mit meiner einzelnen kleinen Rakete. Ich muss die mal lösen. Ach, was soll's. Ich sehe hier aber auch keinen Knopf noch, einen weiteren oder so. Geht's noch höher? Ach, jetzt hier komme ich zu diesem Schießraum, wa? Genau. Hier war auch kein Knopf. Hier ging's nur hier rüber. Shut down all ships. Wie so ein Spiel, wie so ein wirklich Videospiel. Also wo war... Knopf 2 weiß ich, wo es ist, aber wo war denn Knopf 1 eigentlich? Und also Power Shield 1. Force Field. Das ist für das Control Chamber. Für die Time Chamber, meine ich. War hier noch einer? Ja, hier ist Nummer 2 gewesen. Und unten war Nummer 1. Oder? Wir gehen nochmal runter. Das kann ja nur unten irgendwo noch sein. Also so langsam habe ich nämlich keinen Plan, wo jetzt noch der letzte Knopf sein soll. Da kommen wir sonst in den Linksbereich nicht rein. 1, 2, 3. Hier war 1. Jetzt ist das Ding wieder an, wa? Ja. Wie deaktiviere ich denn 3? Ich komme da auf jeden Fall nicht durch. Es sei denn, der Knopf ist auf der Seite. Ah. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. Wahrscheinlich nicht. Achso, das heilt mich. Ich dachte, das ist... Ich dachte, ich komme... Auto-Destruct Switch. Do not push. Auto-Destruct Sequence activated. All personnel evacuate immediately. Okay, dann haben wir so ein Selbstzerstörungsding aktiviert. Okay. Ja, aber ich denke mal nicht, dass ich das so machen soll, so wie ich es gerade gemacht habe. Ich soll vermutlich den Knopf einfach drücken. Guck mal, das ist doch ein ganz anderer Schacht. Ah. Ich kam von da hinten auch nochmal lang. Also man kommt in denselben Schacht rein. Ja, aber wo ist dann der Nummer 3er? Jetzt geht das Ding wieder zu. Ist aber cool, dass man das halt öfter benutzen darf. Und ja, die Dinger sind von mir. Die habe ich da reingeschmissen in den Schacht. Die sind den gesamten Schacht hier runtergegangen. Deswegen sieht das ja aus wie Scheiße. Aber wo ist Schalter Nummer 3? Muss irgendwo eine Passage verpasst haben. Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, wie ich sonst machen soll. Es ist, also den Knopf kann man nicht von Weitem angreifen, das ist klar. So, hier ist definitiv auch nichts. Die Musik im Moment, ich muss die mal wieder wechseln. So, hier ist normal 2. Auch sehr weit weg von dem Ganzen. Warte mal, wir gehen mal an die Musik wechseln. Das kann eigentlich nur noch dann oben sein. Weil wir haben unten einen Knopf, hier in der Mitte einen Knopf und ganz oben wäre dann das am schlauesten. Hopp. Oder wir lassen sie mal ein bisschen aus. Hallo? Geht doch. Ach, hier kommt man ganz wieder ganz nach oben, oder? Achso, hier war das. Da war auch kein weiterer Schalter. Ich habe nicht alle Dinger zerstört, sehe ich gerade. Ein Schiff fliegt noch durch die Gegend. Durch die Kante. Okay, jetzt sind wir auf dieser Ebene hier. Hier waren die meisten Roboter. Ah, da ist meine Rakete. Hier vielleicht? Nee. Wenn sie nicht gestorben ist, dann fliegt sie heute noch durch die Gänge. Hier geht's wieder runter bei allen dreien, oder? Ja. Hier waren die Drohnen. Kann man die auch stoppen? Ich habe hier noch was übrig. Wow. Ich glaube, die kann man nicht stoppen. Hallo. Oh Gott, wie sie mich angucken. Hier war nur das Bulb. Hier war nur einer dieser Zellen. Das ist jetzt hier der Anfang. Wir sind nur drüber. Deswegen hier dieser Fahrstuhl. Das ist der lange Fahrstuhl. Habe ich mir Ausrüstung geholt. Und jetzt sind wir hier wieder. Hier sind wir hergekommen. Keine Ahnung. Anscheinend muss ich das so machen. Aber das ist doch irgendwie dumm. Über einen Laser klettern. Hallo, Rakete. Moment. Hier war ich noch gar nicht. Ach Gott, okay. Ist relativ am Anfang gewesen. Oh Mann, ich dachte, ich drehe jetzt hier völlig durch. Ich habe schon versucht... Also... Ich habe schon fast aufgegeben. Ist noch mehr Loot. Sicher, dass wir hier noch nicht waren? Ich muss hier ein bisschen aufpassen. Jetzt ist die Frage, ob hier der Knopf ist. Das sind die drei. Okay, wir haben's. Das letzte Force Field deaktiviert. Und sogar noch einen Apfel bekommen, weil ich glaube, das ist ja wie ein Apfel zu behandeln. Gut, okay, dann müssen wir noch den runtergehen hier. Okay. Also, das letzte Ding schnappen und los. Auto-destruct sequence activated. All personnel evacuate immediately. Auto-destruct in 60 seconds. Oh, 1 Minute nur. Oh Gott, wo kommt die Roboter von mir her? In 45 seconds. Was? Komm weg hier! Okay, das war's. Das war's. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir haben den vollen Loot. Wir haben Secrets nicht gefunden. Alter, die Musik. Okay. Das ist... Okay, wir haben aber ganz schön lange gebraucht für die Mission. Deswegen will ich euch da nicht weiter quälen. Vielleicht findet ihr ja die Secrets. Ich werde es auf jeden Fall nochmal nachträglich suchen. Vielleicht mache ich da wieder so ein Special-Video dafür. Nur durch die Videos, die Secrets zu zeigen. Wir haben 14 Sachen zerstört. Aber ganz ehrlich, die Minen und so, das ist auch wirklich verdammt schwer. Aber ich glaube, das kann man schaffen, ohne irgendwas zu zerstören. Ich denke mal schon. Aber ich habe meinen Spaß damit gehabt. An sich, wie gesagt, ist es keine richtige Thief-Mission. Man kann, wie gesagt, sehr viel heiden. Es gibt auf jeden Fall Loot zu sammeln. Und Gegner zum Ausweichen. Eigentlich im Grunde nur ein bisschen zukunftsorientierter. Ich denke mal, der Schwierigkeitsgrad ändert die Gegner ab, wie viele es gibt. Ich will gar nicht wissen, wie leicht man es hätte haben können. Alter, die Musik macht mich... Ich weiß nicht, wenn man das eine Weile hört... Ich kann ja gar nicht mehr richtig reden. Da wird man ein bisschen insane. Ja, ich fand sie richtig gut. Ich fand den, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von dem Stil. Von dem Machstil. Wird vielleicht nicht jeden so ansprechen, aber für mich trotzdem eine verdiente hohe Punktzahl. Auch wenn sie halt ziemlich kurz war und halt mal was anderes. Aber gerade weil es was anderes ist, was eigenes hat, gebe ich hier 4 von 5 Gehirndrohnen. Ja, das war... Kill Factory 2, Escape from the Planet of the Robots. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in der nächsten C-Fan-Mission wieder. Macht's gut.